auch noch mal dazu sagen, zunächst einmal ist es so, nicht nur, dass es windig ist, aber das Projekt der Fahrradwege in Frankenberg war ja auch aufgrund des Fahrradkonzepts, was ja beschlossen worden war durch die Stadtverordnetenversammlung. Und wir haben dann das Projekt von der Röttenauer Straße bis zur Walkemühle, ich will es im Großen ansprechen, ist ja vorgesehen und hat schon die Nominierung für den Deutschen Fahrradpreis dabei. Die endgültige Auswahl, auf wie vielen Platz wir kommen, werden wir erfahren Ende Mai. Dann ist nämlich diese Auszeichnung, aber ich sage mal, wenn wir unter den ersten 5 sind, ist das schon toll. Und wenn wir die einzigen sind aus Hessen, dann ist das natürlich auch schon mal etwas wert. Und bei 420 Städten zum Beispiel da herauszustechen, da fühlen wir uns ganz wohl und dann fühle ich mich auch sehr wohl, muss ich dazu sagen, dass wir das geschafft haben. Und wer gesehen hat, wie wir die letzten Jahre Fahrradwege entwickelt haben, auch da muss man Prioritäten setzen, wie ich es heute in der Zeitung ja auch schon einmal gesagt habe, oder heute ist abgedruckt worden, gesagt habe ich schon ein bisschen früher, da haben wir absolute Priorität gesetzt, denn wenn es frei regnet, Entschuldigung, und Fördermittel gibt, dann muss man zupacken, was anderes nach hinten stellen, das haben wir hier sehr deutlich gemacht. Und wenn man mit so einer kleinen Verwaltung hergeht und sagt, ein Projekt muss innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen sein, wenn ihr die Fördermittel haben wollt, dann bedeutet das viel, viel Arbeit, viel, viel Kraft. Und da kann ich wieder einmal Herrn Dittmar, aber mit seinem ganzen Team noch vielen herzlichen Dank sagen, Carsten, das habt ihr toll gemacht. Das ist schon aller Ehren wert, was dort passiert ist. Und da sage ich auch vielen herzlichen Dank. Ne? Denn das kann man nicht einfach so aus der Hutschnur zaubern und da seid ihr wirklich toll. Und das wünsche ich auch für die Zeit ab 1.4., dass es so entsprechend weitergehen kann. Denn ich begleite das einfach von außen und gucke es mir dann an. Aber weil ich auch immer wieder öffentlich gefragt werde, warum ist denn die Ederdorfbrücke noch nicht fertig, will ich das an dieser Stelle auch nochmal erklären. Es ist ein Problem, was dort aufgetreten ist, weil diese Brücke ist von einem anderen Unternehmen gebaut worden, die qualitativ auch gut sind, aber es sind halt einige Sachen, die brauchen noch kosmetischer Nachbearbeitung, ich würde es mal so sagen. Und erst dieser Gruß kann draufkommen, wenn diese kosmetische Nachbearbeitung fertig ist. Das wird genauso stabil sein wie im Vorfeld, so wird es zumindest gesagt. Und dazu braucht man aber 24 Stunden, 5 Grad plus. Und das nicht nur einen Tag, sondern einen längeren Zeitraum. Und da bitte ich einfach um Verständnis, dass wir dann die Brücke freigeben, beziehungsweise Frau Ecke sicherlich freigeben wird, wenn diese kosmetischen Arbeiten abgeschlossen sind. Ansonsten ist die Brücke fertig, standhaft und alles, was dort ist. Aber wir wollen natürlich auch nicht in die Gefahr hineinlaufen, dass wir sagen, macht's. Denn am Ende ist es ein hoher Kostenbetrag und dann hinterher fällt das Zeug wieder ab und auseinander. Deshalb nehmen wir uns diese Zeit und dazu stehe ich auch. Das ist mir auch ganz wichtig, das an dieser Stelle zu sagen. Ja, heute geht es letztendlich um die Radwegeverbindung, nicht um die Brücke. Deshalb fahren wir da auch gleich nicht drüber. Ich habe extra ein Tandem mitgebracht. Die Finja Best und ich, wir fahren nachher. Und wir müssen mal schauen, ob wir es hinbekommen. Sie muss strampeln und ich darf lenken. Das ist der Mann. Das haben wir aber anders bei. Haben wir anders bei. Nein, das aber ist schön. Da ja keine Steigung sind, haben wir jetzt nicht so auf. Ja, ich glaube, ihr sollt alle mal mit so einem Tandem fahren. Da vorne schon von der Jahnstraße abbiegen, muss ich einen großen Bogen fahren. Das ist nicht mal so ein kleines E-Bike, was da gefahren wird. Da muss man, ne? Aber wir kriegen es hin. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, es geht darum, dass wir verschiedene Strecken heute auch freigeben wollen. Fertigstellung von dem Parkplatz Ederstadion über die Röttenauer Straße bis zur Jahnstraße, also den Bereich, wo wir uns heute befinden. Insgesamt 700 Meter, 3 Meter Breite, wie unschwer zu erkennen ist. Hätten wir es gestern so breit gehabt, wäre es mir viel besser geworden. Mhm. Ne? Straßenbeleuchtung, auch wieder LED-Technologie und das, was ich schon sagte, Asphaltbauweise und Epoxidharz obendrauf. So, dann haben wir zwischen der Jahnstraße und Röttenauer Straße, ich kann mich noch daran erinnern, in meiner ersten Amtszeit haben wir es immer diskutiert, wie kommen wir von der Röttenauer Straße zur Jahnstraße entlang der Bahngleise. Auch das ist ein Erfolg, den wir wieder hinbekommen haben dabei.
Auch das sind 300 Meter und man kommt von der Jahnstraße natürlich leicht dorthin und kann diese Sachen auch gut hinmachen. Genau das gleiche wie hier, wobei dort die Radwegebreite 250 ist. Da muss man ein bisschen schmaler zusammenfahren und dann funktioniert das auch. Und dann haben wir natürlich Querungshilfen, einmal auf der Röttenauer Straße. Auch das ist natürlich wichtig, dass man bequem von einer Stelle zur anderen fahren kann, um diese Maßnahmen entsprechend zu führen. Und natürlich auch immer wieder Parkstreifen, die wir dann entsiegeln, wo wir keine Parkstreifen wirklich brauchen, weil wir für die kleinen klimatischen Bedingungen gerne etwas tun wollen. Das haben wir auch dort auch wieder getan dabei. Und dann natürlich die Querungshilfe, Ausbau Jahnstraße, wo wir ja dann den einen Teil zum Bahnübergang fertig machen werden, noch dieses Jahr, und dann bis zur Röttenauer Straße fertig machen, wo der Auftrag ja schon vergeben ist und nächste Woche beginnen wir, glaube ich. Du sagtest vorhin schon eine sehr enge Bauzeit, die da bemessen war. Deswegen auch Erklärung der Arbeitsgemeinschaft mit den größeren Betrieben von Waldeck Frankenberg. Und auch da leider ist der Polier von gestern, der Thomas Nebel, nicht hier vor Ort, aber ich habe mir gestern schon mal erwähnt, aber auch der Helmut Fieseler, unser Bauleiter, tolle Arbeit, was da geleistet worden ist. Dankeschön dafür. Möchte aber jetzt mal den Ball nochmal aufgreifen, Carsten, zu dir rüber zu schauen, weil es ist immer wieder auch schon angesprochen worden, welchen Motor, welchen Antrieb du hier in die Stadt gebracht hast. Dafür kann ich dir ganz herzlich Dankeschön sagen dafür und habe auch so ein bisschen was mitgebracht. Es ist ökologisch Abbau. Wenn ich jetzt aufmache, kann was rausfliegen, aber es ist nicht Schlimmes. Schmetterling, ja. Du hast die Waldeck-Frankenberger Handwerker ins Lot gebracht. Und dafür bedanke ich mich recht herzlich. Ich sage, wie Bauleute das gerne auch machen, es war manchmal auch anstrengend, aber das Ergebnis hat dir absoluten Recht gegeben. Du bist ein exzellenter Fachmann in der Geschichte und das Tolle an dir, wenn man dich auch privat ein bisschen näher kennt, dass du ein ganz anderer Typ bist und das macht einen Mensch oder eine Persönlichkeit aus. Mach deinen Weg. Danke. Bitteschön. Hey! Das war's. Ja, das ist ein